Um Begriffe zu klären, also Kohäsion, Adhäsion hatten wir eigentlich schon gemacht. Ich werde noch mal ganz kurz darauf eingehen. Diffusion, Kapillarität. Ich werde von der Kapillarität erstmal den Rückgriff auf eine Schlauchwaage machen. Was ist eine Schlauchwaage? Waage heißt Gleichstand eigentlich. Wir nehmen Waage immer zum Wiegen von also zum Massenvergleichen und so weiter. Aber eine Schlauchwaage hat eigentlich einen ganz andere Eigenschaft. Wenn ich zum Beispiel zwei Gefäße. Ne, machen wir es erstmal so. Ich nehme ein Gefäß und fülle das mit Wasser. Dann ist überall der Wasserstand gleich. Bis dahin ist es logisch, ne? Wenn ich jetzt aber sage, in dieses Gefäß drücke ich also ich habe Wasser drin und ich mache hier unten zwei kleine Bauklötzchen hin und ich nehme ein anderes Gefäß und stelle das ist ein bisschen kleiner, hier rein. So, die Klötzchen mache ich mal ein bisschen größer, aber da kann Wasser überall dran vorbeifließen. Also von oben gesehen sähe das so aus: hier ein paar Klötzchen hin und dann steht hier das andere Gefäß drauf. Wenn das so ist und das alles in einem großen Gefäß, so muss man sich's vorstellen: Glasgefäß hier, so, dann ist trotzdem der Wasserstand überall außenrum gleich. Der bleibt gleich. Auch wenn ich hier ein Gefäß reinstelle, bleibt der Wasserstand gleich. Wenn ich mir das also von der Seite angucke, dann sähe das zum Beispiel so aus, habe ich hier überall Wasser drin. Und man kann sich vorstellen, obwohl das Gefäß reingestellt wurde, das bleibt so, ne? Bis dahin logisch? Gut. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen das nicht mit Gefäßen, sondern das Ganze machen wir mit einem durchsichtigen Schlauch. Ich nehme einen Schlauch, ziemlich lang, aber der ist soweit durchsichtig. Und diesen Schlauch, oh, das war nicht so schön. Und diesen Schlauch, der kann sogar dicker und dünner sein unterwegs, das ist egal. Den fülle ich jetzt mit Wasser. Na? Was soll ich machen? Ach nö, das will ich jetzt nicht. Und ich fülle den mit Wasser. Dann wird sich das Wasser so verteilen, dass es auch in diesem Fall überall gleich ist. Ne? Bis dahin klar? Okay, und jetzt kommt der Nutzen der Schlauchwaage. Den male ich mal auf dem extra Bild an. Nehmen wir mal Folgendes an. Ich habe einen Raum. Ich werde den Raum mal ziemlich groß skizzieren. Und ich wohne in dem Raum. Und irgendwann gefällt mir die Farbe des Raumes innen drin nicht mehr. Und ich nehme mir was vor. Und zwar, das ist ein ganz großer Raum jetzt hier. So. Und ich nehme mir vor, ich möchte im unteren Teil des Raumes. Möchte ich meinetwegen alles gelb haben oder meinetwegen oben alles gelb und darunter eine andere Farbe und damit ich das dann schön anmalen kann und das nicht unregelmäßig aussieht, nehme ich eine Wasserwaage. Eine Wasserwaage kennt ihr alle, ne? Das ist so ein Ding mit so einer Libelle und fange an mit der Wasserwaage und mache hier erstmal einen Strich. Dann nehme ich die Wasserwaage, halte sie hier an, mache hier einen Strich, dann nehme ich sie hier an, mache hier einen Strich, dann nehme ich sie hier an, mache hier einen Strich, nehme ich sie hier an, dann komme ich hier und dann komme ich irgendwann vielleicht hier wieder ein bisschen höher und weil so genau kann man das mit einer Wasserwaage wirklich nicht machen, auf die vielen, vielen Meter und irgendwann komme ich hier wieder zurück und ach Mensch, ich sehe schon, oh, das wird hier ein Knick, das sieht ja blöd aus. Jetzt kommt der Nutzen der Schlauchwaage. Ich nehme mir also einen Schlauch. Der ist sehr lang und diesen Schlauch, den halte ich durchs ganze Zimmer. Der muss nicht unten um die Ecke geknickt sein, der kann irgendwie gehalten werden. Und so ein Schlauch, wissen wir ja selber, der knickt nicht automatisch rechtwinklig um die Ecke, sondern der macht das, was er will. Und ich fülle hier in diesen Schlauch Wasser rein und zwar in der Höhe des gelben Striches. Ich kann das auch alles in Ruhe vorher machen. Dann habe ich folgenden Effekt. Dann kann ich dieses Ende hier, ich mache das mal lila, dieses Schlauchende, das kann ich im ganzen Raum verteilen, überall und habe immer den gleichen Wasserstand und kann demzufolge aber wirklich höchst genau überall einen gelben Strich richtig machen. Ist das logisch? Ich mache mal Pause. So, das ganze Thema, das funktioniert also, wir haben das eben nochmal hier im Raum dargestellt, also man kann, einer hält hier steht also einer auf der einen Seite. Ich kann den Schlauch auch an der Wand festkleben oder festnageln und hält den hier fest mit der Hand. Und dann kann der andere im ganzen Raum hin und her gehen und kann überall entsprechend, hier ist ja
der Wasserstand und kann hier überall seinen Strich ranmachen, überall im Raum. Ganz egal, ihr könntet sogar einen Bleistift dran halten und einen Strich lang malen. Also ganz egal, das macht man natürlich nicht. Aber viele, viele Markierungen. Und wenn ich die vielen richtigen Markierungen dann verbinde, habe ich automatisch meinen Strich, woran ich dann irgendwas anderes festmachen kann daran. Oder einen Strich machen kann, um zu malen. Oder. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. So eine Schlauchwaage, die hat jeder vernünftige Handwerker eingesteckt, zusammengerollt, das ist einfach bloß ein Schlauchbündel, mehr ist es nicht. Aber durchsichtig muss es sein, damit man den Wasserstand sieht. Hier gab es eine Frage. So, das Ganze funktioniert wunderbar, aber nur, wenn der Schlauch dick genug ist. Und jetzt habe ich hier ja folgenden Versuch vorbereitet. Ich werde den Versuch mal ganz schnell skizzieren. Also das, was ich hier aufgebaut habe, sind Glasröhrchen, die sind alle miteinander verbunden und ich habe auch Wasser reingefüllt. Und zwar hier ist Wasser auf diesem Stand. Beim nächsten ist es auch auf diesem Stand und hier ist ein kleines bisschen höher, hier ist es noch ein bisschen höher und hier steht das Wasser noch ein bisschen höher. Also hier steht das Wasser höher drin, als eigentlich richtig wäre. Denn richtig wäre dieser Stand, so wie bei der Schlauchwaage. So geht das. Aber hier, und hier ist es ganz drastisch, auf dem ganz dünnen Röhrchen, bei der Kapillarin, dünnes Röhrchen heißt ja Kapillare nur, da ist das Wasser höher geklettert. Woran liegt das? Das liegt an der sogenannten Kapillarität. Aber woher kommt die? Wir schauen uns jetzt mal zum Zwecke der Erklärung, weshalb das hier so drastisch ist. Legen wir hier mal eine Lupe drauf, sozusagen, ne? Wir gucken uns diese Stelle mal im Zeitraffer an. Das heißt also, ich mache jetzt das Glas mal richtig dick. So, das sei Glas, das Gestein. Schraffierte hier. Und jetzt fangen wir mal mit dem Wasser an. Und zwar, hier kommt das Wasser angestiegen. Das Wasser hält sehr gut zusammen wegen der Kohäsion. Jetzt wird aber, weil hier Glas ist, hier am Rand Wasser hochgesogen, sozusagen durch die Adhäsion. Das Glas zieht die Wasserteilchen hoch. Jetzt kommt der nächste Zeitpunkt. Weil aber das Wasser durch die Kohäsion gut zusammenwirkt, zieht es, Gesundheit, weiteres Wasser nach. Dieses Wasser wird jetzt von diesem Teil Glas hochgesogen und zieht irgendwie Wasser nach. Letzten Endes erreiche ich dadurch einen höheren Wasserstand. Ich hoffe, das habe ich ausreichend erklärt. Und ganz genau eben kam aus der Schülerschaft folgender Hinweis. Und auch das, diesen Effekt der Kapillarität, hat man zum Beispiel in Bäumen. Sonst würde ja ein 100 Meter hoher Baum, wenn das 100 Meter hoch sind, dann hat er hier noch ein paar Äste, lassen 120 Meter hoch sein, mit Blättern und so weiter, der allerdings sein Wasser von hier unten bezieht, nämlich aus dem Erdreich. Sonst würden ja hier oben alles vertrocknen. Genau, durch den Effekt der Kapillarität kann das Wasser bis da hochsteigen. Ganz genau. Wenn ich also solche Höhen überwinden kann, nur dadurch, 100 Meter würde ich sagen, nur durch den Effekt der Kapillarität, dann heißt das auch, das kam eben wieder aus der Schülerschaft, dass hier in dem Baum ganz, 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 ganz viele dünne Röhrchen, ganz viele Kapillaren vorhanden sein müssen. Ne? Sonst würde ein riesengroßer Baum zu wenig Wasser bekommen. Also, der Effekt der Kapillarität, den haben wir in der Natur. Jetzt bloß mal nebenbei. Wissenschaftler haben gestaunt, als ein paar junge Männer folgenden Effekt nämlich ausgenutzt haben. Seit 100 Jahren steht in Physikräumen dieses Glasmodell, womit man Kapillarität zeigen kann. Seit 100 Jahren bestimmt. Ungefähr. Das wurde früher von Glasbläsern hergestellt und mit einem Holzfuß versehen. Heute haben wir einen Plastikfuß drunter. Ist vollkommen egal. Dieses Modell hier, also das Ding hier. Aber noch keiner ist auf die Idee gekommen, sich aus der Natur was abzugucken. Und da haben die zwei jungen Männer Folgendes gemacht. Ich übertreibe das jetzt mal und mache das bloß anhand eines Prinzips. Die hatten eine Glaswanne, da war Wasser drin. Dann haben sie eine Kapillare genommen. In der Kapillare wurde das Wasser hochgesogen und das Wasser haben sie oben wieder runtertropfen lassen. Tropf, Tropf, Tropf. Und das Ganze auf dem Schaufelrad konnte wirklich etwas bewegen. Und jetzt kam die Idee. Nanu, ist denn das ein Perpetuum mobile? Denn das Schöne war ja, das Wasser wurde hier wieder zum übrigen Wasser gegeben. Ist das ein Perpetuum mobile? Nee, da wird der Effekt der Kapillarität ausgenutzt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich nehme nicht nur ein dünnes Röhrchen, sondern wie beim Baum viele, viele dünne Röhrchen,
dann kann ich auch ganz große Schaufelräder mit ganz viel Wasser nämlich versorgen. Und das Thema Energiewende kriegt wieder einen ganz neuen Anstrich, ne? Das bloß mal nebenbei. Aber das zur Kapillarität. Also wir haben uns praktisch mit Kohäsion, Adhäsion in Bezug auf Kapillarität beschäftigt. Diffusion muss ich eigentlich wegen der Brownschen Molekularbewegung nicht viel sagen. Das habt ihr im Buch gelesen. Lasse ich jetzt in diesem Fall auch weg. Oder soll ich noch mal was dazu sagen? Okay, wir haben gerade noch mal das Wort Perpetuum mobile geübt und wir sagen damit Tschüss. Also, Tschüss.